Too Old Cock. Too Old Cock. Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zur nächsten Runde der Krogger Echsenmenschen-Kampagne. Und ich werde diese Kampagne abschließen. Das ist mein Ziel. Bei den bisherigen Kampagnen haben wir das ja noch nicht hinbekommen. So leid es mir tut. Aber jetzt soll das mal etwas werden. Und nochmal 10.000 Gold. Herzlichen Dank. Die Schatzsuche geht hier weiter. Wir kommen gar nicht mal hier aus diesem Bereich raus, ohne dass wir einen Schatz nach dem nächsten um die Ohren geworfen bekommen. Aber sieht jetzt mal so aus, als hätte es sich endlich mal ausgeschatzt. Aber wer weiß. Wir können hier die nächste Stufe bauen. Höheres Einkommen, höherer Schutz vor Verdorbenheit. Das wollen wir nämlich nicht. Ich will diese Sklavenkorruption reduzieren. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich hoffe. Wir können hier unsere geomantischen Locus ausbauen. Machen wir sofort. Dann können wir weitere Gebäude hier bauen. Hier ist eigentlich alles schon ziemlich gut ausgebaut. Dann fangen wir mal an, ein paar Mauern aufzustellen. Damit Teotica nicht einfach, wenn wir Pech haben, von irgendjemand überrannt wird. Was ist das? Blutspiegel? Weiß jetzt noch nicht, was ich hier noch weiteres bauen soll. Lassen wir es erstmal. Was sonst? Juatec braucht noch 7 Züge bis zum Bevölkerungsüberschuss. Und genau, das war's. So, sollen wir uns jetzt hier ausbauen? Ich würde sagen, ja. Galbaras wird gleich angegriffen, aber ich bin zuversichtlich, dass die Stellung halten können. Deswegen nutzen wir diese Gelegenheit, die wir hier noch gerade an Zeit haben, und werden die Salzebenen ausbauen auf die nächste Stufe. Ja, und Kata geht jetzt eh nicht. Deswegen egal. Camry bauen wir auch gleich weiter aus. Gut. Dann fallen wir jetzt hier mit dieser Armee. Wir kommen gerade nicht hin. Schade. Aber im nächsten Zug. Im nächsten Zug sind wir da. Dann wird er das nicht mehr verteidigen können. Und hier versuchen wir jetzt diese Streitmacht aufzuschalten. Ushoran. Kommen wir hin. Wird eng. Aber es ist möglich. Oder? Sieht gut aus. Der Pfeil ist jedenfalls nicht rot. Und ja. Und unser Gegner nimmt den Kampf auch noch an. Ich weiß nicht, warum er das tut. Ach so, er ist in Marschstellung. Wollen wir den sehen? Ach Leute. Ja. Okay, ich gebe zu, diesen Kampf will ich sehen, weil wir nämlich diese ganzen Sensenreiter und alles, was er hat, völlig gnadenlos vernichten werden. Und das wird schön. Das wird schön anzusehen sein. Ich habe nur noch einen Keks hier. Schade. Muss ich für später essen. Ja, wir warten noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Energie. Zocken lohnt sich nie. Was mache ich hier die ganze Zeit? Och, mein Leben ist eine Lüge. Entschuldigung. Okay, was packen wir nach vorne? Packen wir mal hier unsere gesegneten Saure nach vorne. Mit unseren Feuersaurus-Kriegern dazu. Unsere Kroxigore kommen in die Mitte. So. Saurus-Krieger nach hinten. Ihr macht unsere Linie noch ein bisschen breiter. Ihr kommt nach rechts. Dann haben wir unsere Fernkämpfe. Ihr seid Gruppe 3. Stellen wir euch mal ein bisschen weiter außen auf. So. Oh, noch mehr Saurus-Krieger. Das sind eine Menge Saurus-Krieger, die wir haben, Leute. Das sind eine Menge Saurus-Krieger. Okay. Außerdem haben wir noch unser gesegnetes Stegadon, das auf den Gegner schießen kann. Wir haben Krogger mit magischen Angriffen und wir haben Ratok
Ja, wir haben Radhoc. Auch mit magischen Angriffen. So, ihr seid Gruppe 2. Obwohl, Coxigore lasse ich diesmal da drin. Und wo packen wir uns hin? Ist die Stellung hier okay? Ja, passt. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. So. Auf was schießen wir? Oh, das ging daneben. Schade eigentlich. Aber die Verstärkung ist da. Die Verstärkung können wir zuerst in den Kampf schicken. Die hat sowieso mehr Zeit, sich dann nachher zu regenerieren. Und ja, unser gesegnetes Stegadon scheint sich erstmal hier daran zu erfreuen, dass sich unsere Gegner niederschießen lassen. Oh, der ging daneben. Vielleicht sollte ich diese Ambient Occlusion, oder wie es heißt, ausschalten. Ich glaube, das hat den Effekt zur Folge, dass um diese ganzen Modelle so ein weißer Schleier ist und diese Striche in der Landschaft. Ich hatte mal bei Reddit gelesen, dass das ein Problem sein kann. Na, wie sieht's aus? Zweihandwaffen? Wow. Schon eine ganze Menge von denen ausgeschaltet. Nicht übel. Nicht übel. Und wir können auch gleich zaubern. Unsere Verstärkung ist auch schon da. Ach, sagen wir ehrlich, mit denen schießen wir lieber auf irgendwas. Anstatt sie einfach nur dumm rumstehen zu lassen. Fangen wir zusammen in Gruppe 3. So. Erster Feuerball. Boah, wir sind sogar schon in der Reichweite. Der ist magisch, nicht wahr? Und wo schicken wir einen magischen Feuerball rein? In Sensenreiter natürlich. Komm, 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 komm. Ich hoffe, er wird so richtig durch alles durchgehen. Oh, da ist er. Da ist er. Ich habe schon Besseres gesehen. Aber ist okay. Ich nehm's. Ich nehm's. Krokgar schicken wir irgendwo hin, wo er mit seinen Magieangriffen besonders effektiv sein kann. Sieht so aus, als müssen wir unsere Speerträger an die Flanken stellen. So. So, unser Gegner steht schon direkt vor uns. Ich wünschte, jetzt hätte ich noch einen Net of Amentok, um die gegnerische Armee zu netten. Und dann haue ich ihnen jetzt gleich, ich hole ihn auf jeden Fall jetzt jeden Moment einen. Okay, da greifen sie an. Da greifen sie an. Um ihren ersten Tod zu sterben. Wow, Krokgar, Mann. Krokgar, ha? Okay, ab rein da, ihr Monster. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Kettenblitz. Kettenblitz. Komet. Mega Komet und Armee, vor mit euch. Vor mit euch. Und ihr bitte nach vorne. Oh. Die Geister machen uns da ein bisschen Ärger. Das wollen wir nicht. Ein Atemspruch rein. Nee, wo ist der Atemspruch? Hier.
Ordentlich reingehauen. Nächstes Mal, nächster Spruch rein. Und rein da. So, die sind erledigt. Ja, noch nicht ganz, aber fast. Hier sieht es noch gut aus für uns. Wir können gleich den nächsten Kometen reinhauen. Oder den nächsten Kettenblitz. Ist zu nah dran. Funktioniert irgendwie nicht. Oder der nächste Windspruch. Na komm. Oh. Mann, das tut weh. Was ist hier los? Also unsere Gegner sind alle schon tot. Natürlich sind sie das. Hier hinten sind noch ein paar am Leben. Ja, und unsere ganzen Monster, den ganzen Monstern geht's noch super. Die da hinten machen uns ein bisschen Ärger, aber nicht zu viel. Noch ein Zauberspruch. Oh ja. Gleich zwei davon hinterher. Eins und... Oh, Leute. Oh, Leute. Und damit hat unser Magier praktisch ganz alleine die gesamte gegnerische Armee vernichtet. Mit Hilfe von ein paar Monstern. Ja. Ja, untote Leute. Untote. Viel tun sie nicht. Wie viel haben wir verloren? So gut wie gar nichts. Und dafür die gesamte gegnerische Armee in Stücke gerissen. Ach, die armen Untoten. Ich wünschte, sie würden nicht so verflucht schlecht sein gegen die neuen Rassen. Naja. Viel Fleisch ist an denen zwar nicht dran, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Oh, neue Waffe. Mal wieder eine neue Waffe. Gut, und damit, glaube ich, war das das Ende. Verlustverstärkungsrate plus 5. Schön. Ja, und ich würde sagen, das war damit das Ende der Strigos-Truppen. Das war ihr Ende. Ja. Okay. Nun räumen wir hier noch kurz die Rebellion auf. Und erobern anschließend die schwarze Pyramide von Nagash. Ich habe doch irgendwie so ein Kombinationskampfziel mit unseren Verbündeten hier. Mögt ihr mich eigentlich immer mehr? Ihr wollt den Krieg beitreten gegen... Ich habe doch gerade erst Frieden mit ihnen geschlossen. Leute. Ich sehe, dass ihr sie gleich vom Erdboden tilgt. Aber lasst sie doch am Leben. Die haben euch nichts getan. Tun keiner Fliege was zuleide. Aber okay. Die sind wohl erledigt. Genauso wie die Zwerge auf meiner Seite erledigt gewesen sind nach einer Weile. Sei es drum. Okay, weiteres Gold sehe ich gerade nicht. Auf der anderen Seite gibt's noch weiteres Gold. Bonuserfahrung 1500. Na, herzlichen Dank. Ein weiteres Level up. Was nehmen wir? Verluste, Verstärkungsrate. Sicherlich eine gute Idee, wenn wir uns gleich in der Gegend der Feinde befinden. Nehmen wir das. Okay, und ansonsten... fahren wir darüber. Gut. Hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Okay, wir haben alles bewegt. Wir haben alle Provinzen... Oh nein.
Hier können wir noch was bauen. Ich weiß, das war vorher auch schon der Fall und ich wusste nicht, was ich bauen soll, weil ich irgendwie schon alles habe. Ermöglicht Rekrutierung, stellt Garnison bereits Skinkpriester. Was Gutes, ne? Skinkpriester kann man gebrauchen. Nehme ich mal den Schrein der Alten. Na, nehmen wir den dazu. Haben wir erhöhte Unverdorbenheit, mehr öffentliche Ordnung, mehr Einkommen. Passt schon. Nehmen wir. Okay. Und ab in den nächsten Zug. Achso, jetzt habe ich schon wieder nicht auf die Interventionsstreitmacht geguckt. Aber ich habe noch nicht gehört, dass sie vernichtet worden wäre. Daher gehe ich davon aus, sie treibt es noch wieselflink bei den Dunkelelfen. Noch jedenfalls. Das kann sich ja schnell ändern. Okay, Bevölkerungsüberschüsse. Oh. Jetzt werden wir wahrscheinlich sehen, was mit unsere Interventionsstreitmacht passiert. Nein. Hier ist das Chaos. Aber warum läuft das noch? Es ist doch eindeutig eine der Städte vernichtet worden. Keine Ahnung. Das ist ein Mysterium für mich. Oh. Jetzt ist die Interventionsstreitmacht der Ex-Menschen vernichtet worden. Schade. Schade. Wenn wir vielleicht jetzt dorthin eine Elite-Truppe geschickt hätten, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber man weiß es halt nicht. Es sieht allerdings so aus, als haben die Dunkelelfen deutlich höhere Probleme. Unverdorbenheit plus 1. Ja, ich will lieber mehr Unverdorbenheit. Mission erteilt. Nehmt 300 Kriegsgefangene. Oh, der nächste Schatz. Das kriegen wir noch hin. Verbotener Stab. Stark erhöhte Energiereserven und Nachladerate. Nicht übel. Nicht übel. Müssen wir mal gucken, ob wir das unserem Skinkpriester, der praktisch im Alleingang alle Untoten vernichtet, ob wir ihm das geben können. Okay, machen wir uns mal ein bisschen schneller auf den Weg. Oh, das ist der nächste Schatz. Wundervoll. Können wir dem vielleicht diesen tollen Zauberstab geben? Mal sehen. Er hat momentan den Stab des Sturms. Der ist auch ziemlich gut. Am liebsten würde ich ihm zwei davon geben. Ja, nee. Okay, nee. Nee, ich denke, dieser extra Zauber wird ihm mehr bringen. Gut. Dann erobern wir zuerst mal die Wasser des ewigen Lebens zurück. Wir haben nutzlose Geschossresistenz. Wenig Verluste. Wir haben sogar 108 Feinde gefangen, wie das bei Untoten möglich ist, die eigentlich eher nicht gefangen werden. Weiß ich nicht. Aber ist mir egal. Okay, nächster Level up. Packen wir das mal in... Stolze Krieger. Außerdem wird die Armee langsam aber sicher immer größer. Das heißt, bessere Verstärkungsrate wäre gut. Geben wir ihm. Zauberspruchschild. Ah, da können wir jetzt das hier geben. Ist deutlich besser. Außerdem magische Angriffe auch gut.
Gebe ihm das hier. Talisman des Schutzes ist selbst gut genug. Und von mir aus Geschossresistenz, whatever. Gut, 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 gut. So, dann bauen wir hier alles gleich so schnell wie möglich aus. Mehr Geld, mehr alles her damit. Numas kann jetzt sehr schön ausgebaut werden. Packen wir Geld in die öffentliche Ordnung. Ins Wachstum. Und ich würde gerne so einen geomanischen Pylon bauen, aber fürs Erste ist eine Mauer sicherlich ganz sinnvoll und eine größere Garnison. Der Angriff lässt da wahrscheinlich sicher nicht mehr lange auf sich warten. Deswegen ist gut, wenn wir alles andere ausbauen. Okay, Camry gehört leider nicht zu diesen. Vielleicht könnte ich die schwarze Pyramide des Nagash im nächsten Zug überrennen. Das wäre cool. Moment, aber was ich machen möchte, ist, vielleicht kann ich mit der Laptop die killen. Kostet zwar eine ganze Menge. Ja, das ist mir nicht wert. Schauen wir mal, ob wir sehen können, ob die schwarze Pyramide von Nagash... Ah, sie wird geschützt. Sogar mit einer Mauer. Nicht übel. Aber ihr seid doch unsere Verbündeten. Wie wär's, wenn ihr jetzt über den schwarzen Turm des Arkan herfallt? Ich fände das eine gute Idee. Und wir kümmern uns dann um die schwarze Pyramide von Nagash. Gut, sonst noch irgendwas zu bauen? Sieht momentan nicht so aus. Gut, Rebellion steht bevor hier. Das wussten wir. Wir sollten mal irgendwo einen Held rekrutieren, habe ich das Gefühl. Held rekrutieren, der irgendwie gegnerische Helden erledigt. Hier geht's nicht. Oh. Hier ist wieder ein Schatz. Aufgeblasen. Feindliche Führerschaft. Plus 4. Ist aber nicht gut, oder? Also minus 4 vom Gegner. Na, das ist gut. Sonst kostet der nichts extra. Ja, dann nehmen wir ihn doch. Moment. Moment, jetzt hierher. Und holen wir uns diesen Skinkhäuptling, der dann durch die Gegend laufen soll und ja, Gegner töten soll. Okay. Gut, und du läufst jetzt einfach mal hier nach Norden. Achso, und eventuell kann ich auch irgendwo noch eine Ruine auftreiben. Die soll ich doch angeblich auch irgendwie finden. Gehen wir am besten übers Wasser, da sind wir schneller. Und hier habe ich doch irgendwo wieder einen Schatz gesehen. Naja. Hierhin. Gut. Also die Züge, ich habe das Gefühl, dauern alle immer länger. Ich bin mir sicher, jetzt wird Galbaras angegriffen. Dann gibt es also was Interessantes zu sehen. Aber je mehr man jetzt wirklich besitzt, desto einfacher wird das Ganze. Naja. Also sobald wir hier alles in der Gegend erobert haben und nur noch Verbündete auf der Insel, sich nur noch Verbündete auf der Insel befinden, werden wir ein paar dieser besonderen Missionen machen. Da fahren wir natürlich nicht extra hin, weil das ist auf der anderen Ende der Erde. Es ist auf der anderen Ende der Erde, von der Karte aus gesehen. Und jetzt wird der Kampf geführt. Ich hoffe, ich habe eine Mauer. Ich habe eine Mauer, oder? Ja. Und sein General ist ziemlich mies. Unsere Truppen sind gut. Er hat zwar diesen Bonus gegen Infanterie, aber der ist nur 8, das heißt 30 gegen 39.
Okay, ab in den Kampf. Unsere Mauer ist leider etwas beschädigt, aber ich denke, das können wir noch eher zu unserem Vorteil benutzen, weil unser Gegner dann hoffentlich versucht, mit einigen seiner Truppen durch diese Mauer durchzugehen. Ja, ich freue mich auf diesen Kampf. Deswegen mache ich auch gerne mal so ein bisschen riskantere Manöver, weil dann gibt es halt eben noch ein bisschen interessantere Kämpfe als einfach nur, als wenn man einfach nur gnadenlos gewinnt und der Gegner sowieso keine Chance hat. Okay. Was ist das denn? Er hat Rammböcke gebaut. Naja. Alles klar. Sieht aus wie ein Rennwagen. Gut, ich habe gehört, die Mauer wäre irgendwo beschädigt. Wo ist diese Beschädigung? Hm. Ich sehe sie nicht. Scheint alles okay zu sein. Na gut. Okay, sehr viel unserer Gegner kommt hier von rechts. Und er ist nicht in der Lage auf... Also, naja, er ist natürlich schon irgendwie in der Lage, auf die Türme hochzukommen. Aber es wird nicht einfach für ihn werden, das zu tun. Wir packen überall so ein paar von unseren Skinks hin. Und Saurus Krieger. So, und die holen wir dann runter, sobald sobald der Gegner an den Toren ist. Gut. Alle Türme besetzt, die unterstützen können. Na, okay, da könnte ich noch einen hinsetzen. Der würde wahrscheinlich auch noch hier auf die gegnerischen Truppen schießen. Aber da würde ich lieber Skinks hinstellen, die schnell sind und dann ihre Position wechseln können. Wenn nötig. Machen wir das so. Okay. Los geht's. Schießt. Schießt. Ja, okay. Gut, gut, gut. Oh ja. Oh, das sieht gut aus. Schieß mal auf die Gruftschrecken hier. Gruftschrecken hier und auf die Gruftschrecken hier. Schießt ihr auf die Verfluchten hier. Ihr schießt auf die hier. Ihr schießt auf die Fluchritter. Und ihr schießt auf die Jungs hier. Okay. Die Gruftschrecken auf der linken Flanke sind schon fast erledigt. Das ist optimal. Okay, die ziehen wir jetzt hier zurück. Packen die Jungs hier hin. Und ziehen unsere Sauruskrieger mit Speeren hier runter gegen den kommenden Angriff. Sauruskrieger mit Schilde, glaube ich, werden in der Lage sein, diesen gegnerischen Nekromanten auszuschalten. Und die Skinks, die werden sich schon gegen diese... Die werden sich schon gut schlagen. Okay. Gut, Gruftschrecken lässt er da rumstehen, um weiter erledigt zu werden. Optimale Situation für mich. Ja, und der Kampf beginnt, so wie es aussieht, jeden Moment. Nee, noch nicht. Anstatt anzugreifen, stellt er diese Typen einfach hier vorne hin. Und lässt sie beschießen. Was eigentlich gar nicht besser für mich sein könnte. Und sein Jürgen Starborg hat heldenhaft zuerst die Festung erklommen. Und segnet jetzt als erster auch das Zeitliche. Nochmal. Hier greifen wir die Verfluchten an, bevor sie sich in zu großer Menge breit machen. Hier wird weiter auf diese ganzen
Ach, sind ja nur Zombies. Sind ja nur Zombies. So richtig beschießen muss ich ihn nicht, aber... Oh. Oh, okay. Wenn das so weitergeht, ist das Tor bald durch. Und dann sollten wir schon ein bisschen Verteidigungstruppen hier haben. Oh, 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 das geht schon relativ schnell. Oh, 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 unser Tor wurde zerstört. Nicht gut. Okay, vielleicht war ich doch ein bisschen zu überheblich. Aber sein General ist gleich erledigt. Jetzt ist er tot. Wir haben genau den richtigen Moment erwischt. Okay, Sauruskrieger, ihr kommt mal hier runter. Die Verfluchten sind sowieso gleich tot. Und die Sauruskrieger müssen hier die Skinks unterstützen. Das überleben sie sonst alleine nicht. Auf der anderen Seite sieht alles ganz gut aus. Die Skinks schicken wir rüber zum Unterstützen, weil die schneller sind. Unser Gegner hat seine Hunde zuerst durch die Türe geschickt. Taktisch mal wieder absolut brillant, so wie man es gewöhnt ist von der KI. Okay, vielleicht wäre es auch hier gar nicht schlecht gewesen, hier unseren Gegner von hinten anzugreifen, um die sofort aufzulösen. Aber diese, unsere Skinks brauchen Unterstützung. Die sind nämlich gleich erledigt, deswegen ziehen wir sie lieber raus. Okay, die Truppen hier auf dem Hügel kommen zurecht. Skinks auf die eine Seite. Nun, Sauskrieger bekommen Probleme, so langsam aber sicher. Mann, was machen die denn für Töne? Das hört sich an, als wären sie Skaven. Okay, die sind zerfallen. Gut. Hier wechseln wir die Position, greifen unseren Gegner noch ein bisschen von der Flanke an. Und los geht's. Zeigt, was ihr könnt. Ihr freundlichen Hüpfer. Und ihr unterstützt, wenn nötig, auf der anderen Seite. Skelettkrieger, die halten sich echt gut, muss ich sagen. Hier sind noch Zombies. Die kommen hier eh nicht durch, keine Chance. Die Verfluchten sind erledigt und ich glaube, das war das Ende. Für unseren Gegner, ja. Und da fängt seine Armee an zu wavern, zu zerfallen. Und GG. So viel zu der nächsten Rebellion. Mann, Mann, Mann. Selbst die Rebellion der Untoten haben keine Chance. Und wir haben so gut wie gar keine Verluste erlitten. Oh Mann. Die KI, wir brauchen echt neue Belagerungsschlachten. Eine bessere Belagerungs-KI. Naja. Aber passt schon. Ist ja irgendwie auch lustig. So, 36 Feinde haben wir auch noch gefangen. Fressen wir den Rest. Und gut ist. So, Mauern beschädigt, Feindkampf getötet, plündern, bla bla bla. Wunderbar. Okay, und damit möchte ich mal hier aus diesem Video rausgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden weiter Rebellionen einstampfen und nicht ruhen, bis die Untoten vernichtet sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.